Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 24. April 2020, 7.58 Uhr, hier auf Huxeltopia. Hier nun das Neueste für heute. Nooks Laden feiert heute große Wiedereröffnung. Er ist jetzt ein Stück größer und auch das Sortiment ist gewachsen. Da macht das Einkaufen doch gleich doppelt so viel Spaß. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Shoppen! Nice! Endlich ein größerer Laden. Wundervoll! Guten Morgen, 7.59 Uhr. Perfekt getimt, würde ich sagen. Können wir direkt um 8 Uhr zur Eröffnung gehen. Meine Bäumchen wachsen. Das sieht ja schön aus. Sehr gut. Also, was haben wir denn per Post gekriegt heute? Achso, Nook Shopping selbstverständlich. KK Condor. Dann hören wir uns erstmal KK Condor an. Bevor wir dann in Richtung Laden laufen. Diese Einweihungszeremonie, die können wir uns ja heute auch mal direkt anschauen. Ja. Achso, ich muss es erst auspacken. Wann merke ich mir das denn mal? Niemals würde ich mir das merken. Ich habe übrigens auch eine Flaschenpost noch gefunden. Also offscreen. Lieber keine Ahnung, wer du bist. Ich war neulich am Strand, den Wellen lauschen und so. Da fiel mir diese fetzige Bastelanleitung ein. Und bevor ich die wieder vergesse, teile ich sie lieber mit anderen. Der Rest liegt an dir. Frohes Schaffen, Martina. Ein Straßenklavier. Oh, das klingt aber super. Oh, das klingt aber richtig cool. Ich weiß jetzt, wie man ein Straßenklavier herstellt. Sehr schön. Tja, dann fügen wir doch mal KK Condor hinzu und das hören wir uns auch direkt mal an. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Erinnert so ein bisschen an Zelda Gerudo-Musik irgendwie, finde ich. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, aber Bergsteigung bleibt mein Favorit. Apropos, Favorit, mein Lieblingsgegenstand quasi hier, die Workbench. die wollte ich mal duplizieren, und zwar wollte ich noch eine zweite Workbench machen und die nach draußen stellen. Nicht, dass ich das jetzt nicht schon seit 50 Parts oder so angekündigt habe, dass ich das mache, aber jetzt wird es auch wirklich mal Zeit. Was soll ich tun? Etwas herstellen natürlich. So, wo ist denn die Workbench? Oh, so sieht übrigens der Baumstammsessel aus. Oh, der sieht ja ganz geil aus sogar. Alter Schwede, der ist voll hübsch. Achso, und hier ist der Springbrunnen, der neue. Ein Trinkbrunnen brauche ich als Basis dafür. Trinkbrunnen. Wo kriegen wir denn den Trinkbrunnen her? Muss man den kaufen mit Meilen? Ich glaube schon. Das Straßenklavier ist übrigens gar nicht mal so hübsch. ist einfach nur ein Klavier mit Graffiti drauf. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich dachte, mit Straßenklavier sind so Klaviertasten auf dem Boden gemeint oder so, über die man drüber laufen kann. Naja, man kann ja nicht alles haben. Da vorne ist das Ding, Mini-Werkbank. Endlich mal draußen craften und nicht immer reinlaufen, das ist doch mal was. Färben wir die noch um? Ach komm. Leute, die färben wir auch um. Muss doch noch mal ein paar Gegenstände mit nach draußen nehmen und die mal irgendwo hinstellen. Zum Beispiel dieses Steinmonument, was ich geschenkt bekommen habe. Ach, ist das hier so ein Trink? Ach, das ist ein Trinkbrunnen. Gibt's doch gar nicht. Moment. Dann können wir noch ein bisschen mehr craften direkt. Wenn wir eh schon mal hier drin sind. So. So viel zum Thema. Wir gehen direkt zu dem neuen Laden. Also erstmal herstellen. Und zwar diesen Trinkbrunnen, den hätte ich gerne. Nicht den Trinkbrunnen, den großen, meine ich. Wo war der denn jetzt nochmal? Nicht bescheuert? War der nicht gerade auf der ersten Seite ganz oben? Tja, habe ich mir vielleicht eingebildet. Naja, da ist er auf jeden Fall. Springbrunnen. Aus Trinkbrunnen wird Springbrunnen. Den kann man übrigens auch umgestalten, habe ich gerade gesehen. Sonst mal so ein bisschen die Umgestaltungsmöglichkeiten von den Gegenständen auch anschauen. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, weil ich dachte, das wäre irgendwie nur für so
Langweilige Möbel, aber eigentlich ist das ganz cool. Also das kommt auf jeden Fall nach draußen. Jetzt die Frage ist, welche Farbe kriegt es denn? Ach, dann nehme ich so ein Aschbraun, glaube ich auch. Oder? Grau. Das andere ist mir alles so ein bisschen zu grell. Also hierfür nehme ich jetzt mal Aschbraun. Hat aber schnell angepinselt, der Huxel. So. Und der Springbrunnen? Ja, was kann man denn in einem Springbrunnen verändern? Die Wasserfarbe. Nee. Achso, ah. Boah, sieht der in schwarz fett aus. Boah, sieht das geil aus. Boah, in braun ist aber auch nice. Boah, krass. Boah, in weiß. Boah, weiß und schwarz sieht beides toll aus. Aber ich glaube, schwarz will ich draußen nicht haben. Das sieht mir... Das, ja... Das zieht mir die Stimmung zu sehr runter. Wir nehmen mal weiß, aber weiß sieht hammermäßig aus. Also weißer Springbrunnen, der Springbrunnen ist so schon geil, aber weißer Springbrunnen, Perfektion, sage ich nur. Absolute Perfektion. Jo, wo packen wir die Workbench denn hin? Am besten hier direkt an die Straße, hätte ich gesagt, weil man hier ja andauernd vorbeiläuft. Genau. Sehr schön, können wir jetzt hier draußen ein bisschen craften? Oh, oder soll ich das weiter nach hinten stellen? Oh, weiß ich nicht. Ach, lassen wir es erstmal hier stehen. Jetzt gehen wir mal zum Laden. Ich weiß auch gar nicht, wie der Laden jetzt aussieht. Oh! Vögelchen! Neue Nachricht? Tatsächlich! Neue Eröffnung nach Umbau. Nukes Laden ist wieder geöffnet. Nach unserem Umbau erwartet unsere Kunden ein erweitertes Sortiment. Kommt vorbei und seht es euch an. Oh, ja. Nice! Oh, ist der schön, der Laden. Boah, sieht der cool aus. Schaut euch mal den Laden an. Boah, ist das toll geworden. Krass, haben die sich ja richtig Mühe gegeben bei der Umgestaltung. Oh nein, die haben kleine Kostümchen an. Willkommen in unserem brandneuen, voll renovierten, generalüberholten, extra ausgebauten Einkaufstempel. Und du beehrst uns gleich am ersten Tag der Neueröffnung. Ach, womit haben wir das nur verdient? Bitte bleib uns weiter treu. Nukes Laden freut sich auf dich ganz doll. Oh, jetzt kann man hier auch so riesige Gegenstände kaufen. Ein Serverschrank oder was? Tatsächlich ein Server. 100.000 Sternis. Ach, da geht mein Informatikerherz auf. Mit den Dingern arbeite ich jeden Tag. Schön verkabeln. Oh, direkt neue Kundschaft hier auch. Zenobi ist da. So eine Buchstütze kann die Stimmung des ganzen Zimmers auf den Kopf stellen. Mega. Haben die denn auch was Neues im Schrank hier? Oh, was? Profi-Angel? Und Profi-Kescher? Und eine Elefantenkanne. Nein, sieht das cool aus. Eine Designerschaufel. Oh, und eine Profi-Schleuder. Und man kann eine upgradete Axt kaufen. Boah, das kaufen wir uns alles. Profi-Angel. Er damit. Nice. Dann Profi-Kescher. Auch direkt her damit. Wundervoll. Designer-Schaufel finde ich irgendwie ein bisschen blöd, aber Profi-Schleuder nehmen wir noch mit. Ja, ich denke mal, die haben wahrscheinlich eine sehr hohe Haltbarkeit, die Gegenstände. Ansonsten kann man hier zwei Schirmtypen jetzt kaufen. Mehr Blumensamen, glaube ich. Es sind Blumensamen dazugekommen. Und zwar diese Viridiflora-Tulpe. Oder Flora-Tulpe. Die ist, glaube ich, zumindest die ist dazugekommen, meine ich. Ach, keine Ahnung, ich kaufe sowieso immer alle. Und wie sieht es hier mit den Bastelsachen aus? Nee. Da sind aber keine neuen Sachen dazugekommen. Komisch. Hey, eine Stoppuhr. Was? Wofür kann man denn hier eine Stoppuhr kaufen? Kaufen wir mal sicherheitshalber. Ich meine, diese Bastelboss-Anleitung, die habe ich schon. Ja, genau. Oh, und man kann viel mehr Tapeten und Böden kaufen. Cool. Betonwand, Pünktchentapete, Lochplattenwand, Streifenmustertapete, Dinnerwand oder Dinerwand. Kiltwand, Blumentapete, C-Zimmerwand, die haben wir schon. Normalboden, Hübschfliesenboden. Würde ich mal zur Diskussion stellen, ob das so hübsch ist. Mini-Fliesenboden, Grünboden, Rosenblütenboden. Unterbundboden, Blütenmusterboden und Orange-Tarnboden, nö. Nee. Aber das ist schon ziemlich cool hier geworden. Krass. Also, der macht das Shoppen auf jeden Fall jeden Tag mehr Spaß. Vielen Dank, Dankeschön.
Ja, weil wir jetzt einfach größere Gegenstände kaufen können und vor allen Dingen, weil wir halt viel mehr Auswahl haben. Das ist ja schon mega, mega cool. So, ach so, genau, Moment. Das ist die Profi-Angel. Packen wir mal da oben hin. Diese kleinen Angeln, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr dann, wahrscheinlich. Profi-Catcher, den tauschen wir auch mal aus. Und dann können wir ja mal schauen, was ist denn hier, was ist denn mit der Stoppuhr? Ist das ein Gegenstand, den man tatsächlich benutzen kann? Oder ist das so ein... irgendwas, was man irgendwo hinstellt oder so? Zeit. 3 Minuten. Ah, tatsächlich! Ach! Wie witzig, und jetzt wird gemessen, wie viele Insekten und wie viele Fische man in der Zeit fängt. Ach, damit kann man... ah, das kann man sicher online gut benutzen, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielt. Ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Das finde ich ganz, ganz nice. Doch, 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 das gefällt mir. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt mit dem Brunnen? Ich hätte den gegebenenfalls sogar hier hingestellt. Also das hier vielleicht so ein bisschen verkleinert. Ich weiß leider nicht, wie viel Platz der einnimmt. Ich hätte den jetzt hier so in die Mitte reingepackt. Ach, das machen wir jetzt einfach mal. Ah, Moment. Dann müssen wir erstmal einmal ganz kurz in den Baumodus wechseln. So, Inseldesigner. Ja, ja, ja. Bauarbeiten beginnen. Wundert mich, dass die ganzen Dorfbewohner noch nicht hier sind. Ach, wobei, ach, wir haben relativ früh noch, ne? Also, es ist noch relativ früh morgens. Ich denke mal, die werden erst später hier irgendwo auftauchen. So, schauen wir mal, wie viel Platz man braucht, um den Brunnen hinzustellen. Kann ich ja gleich wieder aufmachen. Beziehungsweise die überflüssigen Felder kann ich ja wieder wieder weggraben. Nein! Geht's auch gar nicht. Schon wieder verbuddelt hier. So, ist das jetzt gleichmäßig eigentlich? Nee, ne? Auf der rechten Seite ist es ein bisschen breiter. Ja, muss schon gleichmäßig sein. Dann sieht's ja müllig aus. Nein! Oh nein, ich habe meinen Weg kaputt gemacht. Was ist hier los? Ja, toll. Fallen die Leute ins Wasser. Gehen sie irgendwie den Weg entlang. Platsch. Zack, im Wasser. So, das müssen wir jetzt aber korrigieren. Das ist nicht schön fürs Auge. Ah, wundervoll. So, und jetzt stellen wir mal den Brunnen hier vorne hin. Den schönen weißen Springbrunnen. Und wie breit ist der? Oh, der ist schon richtig breit. Krass. Blöd ist, man kann jetzt nicht mal dann durch die Mitte durchlaufen. Wobei, konnte man vorher auch nicht. Ach, der sieht schon cool aus. Das Einzige, was ich jetzt noch anders machen würde, ist, ich lege da einen anderen Boden drunter. Jetzt weiß ich gar nicht. Sand? Vielleicht Ziegel? Ah. Also ich finde, da gehört ein anderer Belag drunter. Ein anderer Bodenbelag. Ja, ich glaube, Ziegel könnte ganz schön aussehen. Probieren wir es mal aus. Ansonsten, Alternative wäre jetzt Sand. Also das hätte ich hier Sand drunter gepackt. Na, das ist aber ganz hübsch. Ja, doch, ich glaube, das passt. Ich meine, ich hatte es schon mal erwähnt, ich finde es halt schade, dass diese Wegarten, diese unterschiedlichen, sich nicht verbinden. Also ich finde es ein bisschen blöde, dass man da immer halt Grün dann dazwischen hat. Aha, Moment. Das ist nicht perfekt in der Mitte. Das muss ein bisschen zentriert sein schon. Ich meine, angeln kann man hier immer noch. Also. Tja, jetzt aber. Ach, es sieht schön aus. Doch, es gefällt mir gut. Sehr, sehr schön. Wo war denn hier gerade das Geschenk? Habt ihr das Geschenk auch gehört? Irgendwo war hier ein Geschenk. Oh, Patricia ist schon wach. Die ist schon am Insekten fangen. Oh, die ganzen Obstbäume sind hier gewachsen. Na, sieht es schön aus. Ey, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist genau wie in meiner Fantasie. Unsere Profischleuder hier benutzen. Busch. Werden wir noch beschenkt. Oh, was kriegen wir? Ein Tragekorb. Toll, kenne ich schon. Na dann, weg damit. Hauptsache Nukmeilen bekommen. Weg mit dem Tragekorb. Ja, und hier Angel, Schleuder und so. Kann ich auch verticken. Keine Lust, nochmal in den Laden reinzugehen, ehrlicherweise.
Ach, ist das schön mit dem Brunnen. Kann man den eigentlich an- und ausschalten? Nö. Der ist an. Der bleibt jetzt auf ewig an wahrscheinlich. So. Achso, das sollte ich mal als Favorit markieren vielleicht. Ebenso die anderen Sachen. Ruf die Angel. So, können wir mal durch die normale... mit der normalen Angel austauschen. Oder auch nicht. Oder ich mach's auch nicht. Ich sage, ich mache es. Ich mach's aber nicht. Und was hatten wir noch? Den Profi-Cacher. Genau. Dieses als Favorit markieren, das kann man auch aus dem, aus diesem Menü hier raus. Warum ist da links neben mir eigentlich ein Stück Mauer? Ha. Fragen über Fragen heute. Tja. Die Flaschenpost müssten wir jetzt eigentlich relativ schnell finden, ne? Dadurch, dass wir so um die Insel rumlaufen können. Suchen wir mal nach der Flaschenpost. Oh, ich werd ein gemachter Mann sein. Am Ende des Parts, beziehungsweise morgen, denn ich kann das ganze Obst hier verkaufen. Boah. Wir haben schon echt ein ganz gutes Einkommen, glaube ich, inzwischen. Obst, Kokosnüsse, alles Mögliche ist hier vertickbar. Und vor allen Dingen, es kommen noch so viele Bäume dazu. Ich meine, ihr seht es ja links neben mir. Da sind so viele Bäume noch gepflanzt. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir dann machen werden. Aber wir werden auf jeden Fall, wenn wir keine Geldprobleme mehr haben mit dem ganzen Obst. Es ist auch relativ komfortabel zu sammeln dann tatsächlich, denn ich brauche ja hier nur im Kreis laufen. Apropos im Kreis, wo ist denn jetzt die Flasche? Ah. Ist hier nicht irgendwo eine Flaschenpost liegen? Geht's doch gar nicht. Jetzt bin ich einmal komplett im Kreis gelaufen und jetzt liegt die hier am Anfang, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Tatsächlich. Hab ich ein Pech. Naja. An den Besitzer einer Gratisflasche. Es ist an der Zeit, die Jungspunde da draußen mit meiner genialen Bastelanleitung zu beeindrucken. Hast du ein Glück, diese Flasche gefunden zu haben? Halt dich ran! An die Arbeit, Rudolf! Also Eisenholzwerkbank. Boah, was? Eine Eisenholzwerkbank? Und da habe ich mir vorhin jetzt so eine müllige Holzwerkbank gecraftet. Das kann doch gar nicht wahr sein. Die schauen wir uns jetzt erstmal an. So, wo ist die denn? Da müsste ja drunter sein. Eisenholzwerkbank. Wo denn? Was, wo ist die denn bitte? Eisenholzwerkbank. Schlüsselbrett. Ja, auch nicht schlecht. Bin ich bescheuert? Wieso finde ich die nicht? Hä, oder habe ich die eine Einladung noch nicht benutzt? Benutzt. Hä, wo ist denn hier die... Wo ist denn bitte die Anleitung? Ich bin blind. Das ist eine Mini-Werkbank. Und wo ist denn die... Wo ist jetzt die neue? Ja, ich bin blind offensichtlich. Ich sehe es nicht. Alle, die das Video gerade gucken... Ah, Huxel! Du hast schon 500 Mal den Cursor drauf gehabt, aber du merkst es einfach nicht. Nee, ich sehe es wirklich nicht. Unter welcher Kategorie ist denn das hier aufgeführt? Unter Schränke? Ja. Oder ist das das hier? Eisenholzwerkbank. Ach so, okay, deswegen. Ich hab gedacht, die wäre so in dem Design hier, also so klein. Och, die ist mir aber ein bisschen zu... Die ist mir ein bisschen zu... breit, ehrlicherweise. Nö, die ist mir zu groß. Nö. Holz, Eisenerz und Mini-Werkbank braucht man, um die herzustellen. Ah, die ist mir zu groß. Nee, die finde ich so ein bisschen klobig, ehrlicherweise. Gefällt mir nicht so ganz. Wir können übrigens mal den Campingplatz verschieben. Ich muss den Campingplatz nochmal verschieben. Ich wollte den hier so ein bisschen näher dran stellen. Dann gehen wir doch einfach mal ins Service Center. Außerdem müssen wir sowieso noch zur Schneiderei und mit Sina und Tina quatschen. Kommen wir ja nicht drum rum. Oh, Poldi! Poldi sammelt Insekten. Ich soll auch gerade spazieren, yippie. Ich wollte mit dir reden. Ich bin heute voll dabei, voll am Spielen, voll am Futter und natürlich voll Puschel. Ja. Oh, ich habe die Blume umgerannt. Jetzt mal Blumen kaputt machen. Wer braucht schon Blumen? Sagte er und Let's Play der Animal Crossing.
Crossing. Oh, die machen Sport, die beiden. Was ist da denn los? Tatsächlich, die machen Sport. Mit gutem Beispiel vorangehen, oder was? Ist ja gar nicht. Jo, ich möchte bedient werden. Ah, Huxel, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? So, Infrastruktur. Moment, ich habe zu wenig Geld dabei, sehe ich gerade. Viel zu wenig Geld. Wir müssen einmal an den Automaten. Können wir uns auch mal eben unsere Bonusmeilen abholen. Boah, da haben wir schon wieder 2000 zusammen. Das geht aber auch immer fix. Seilzaun, Spitzpfostenzaun, nö. Ich könnte mir noch so einen Trinkbrunnen besorgen. Beziehungsweise, Moment, das sind ja Rezepte. Joa, Bastelanleitung, die drucke ich mir. Dann kann ich nämlich den Trinkbrunnen craften und daraus kann ich mir dann Springbrunnen craften. Ja. Oder konnte ich den schon craften? Habe ich das jetzt doppelt gekauft? Ach, keine Ahnung. Steinbogen. Hätte eigentlich auch ganz gerne so einen Bogen, aber die kosten halt 2000. Ansonsten Straßenlampe. Sandkasten. Ach, wir lassen das erstmal. Die restlichen Punkte sparen wir jetzt. Dann geht's natürlich zu Nook Shopping. Mr. Flamingo und Mrs. Flamingo. Süß. Tulpenhut, iPhone-Brille, High-Shirt Nummer 4, Jeans. Nee, Nummer 4 Shirt, Jeans, Shorts. Ein paar Kappenturnschuhe. Kappenturnschuhe, was auch immer das ist. King KK. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Hoffe ich. Und jetzt der eigentliche Grund, warum wir hier an den Automaten gegangen sind. Wir wollten ja eigentlich Geld abholen. So, Auszahlung. Wie viel nehmen wir denn mit? Oh, 25.000. Ach, so viel Geld hätte ich gerne im echten Leben. Das wäre schön. So, jetzt können wir aber tatsächlich den Campingplatz umstellen, glaube ich. Willkommen bei der Powerberatung, Huxel. Was hast du auf dem Herzen? Jo, ich möchte gerne den Campingplatz umändern. Beziehungsweise die Position ändern. Was, schon wieder? Sagt der Zuschauer jetzt. Der aufmerksame Zuschauer sagt, was, schon wieder? Aha, der Campingplatz also, das würde 50.000 Sternis kosten. Ja, bitte. Vorzüglich, ich freue mich. Dann müsstest du dir nur den neuen Ort für den Campingplatz aussuchen. Und zwar mit diesem Umzugskit hier. Jo, das heißt, den können wir gleich ändern, den Ort. Aber jetzt feiern wir doch erstmal die Einweihung von dem neuen Laden. Wir wollen Nooks Laden feiern. Glänzend, general überholt von Meisterhand. Hast du Lust? Hab ich. Klasse, lasst uns anfangen. Nice. Also dann. Wie euch bestimmt schon bekannt ist, wurde Nooks Laden wieder eröffnet. Das wollen wir feiern. Danke, vielen Dank. Huxeltopia entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich möchte nun die Repräsentanten von Nooks Laden, Nepp und Schlepp, um ein paar Worte bitten. Nepp, Schlepp, wärt ihr so nett? Liebe Bewohner von Huxeltopia, wir haben Nooks Laden umgestaltet und das beeindruckende Ergebnis seht ihr hier. Ganz genau. Wir haben auch unser Warenangebot enorm erweitert. Dadurch können wir euch auf dieser Insel besser denn je unterstützen. Oh. Ja, ja, vielen Dank. Als nächstes noch einige Worte einer gewissen Person, die stets aufs Neue zum Wachstum dieser Insel beiträgt. Ich spreche natürlich von unserem Inselsprecher, dem Huxel. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Huxel? Wir sind spitze. Oh, da freuen sich alle. Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Huxel. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, jetzt die Screenshot-Taste zu drücken. Ja, bin bereit. In diesem Sinne, Nooks Laden sowie Huxeltopia verdient zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Nice, Screenshot gemacht. Kabusch! Richtig schönen Screenshot. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg.
Inzwischen gibt es ja sogar Wege hier auf der Insel. Das ist durchaus ein Vorteil, wenn man auf dem Heimweg ist. Ach, schön. Ja, der Laden ist schon echt ziemlich cool geworden. Ah, der sieht viel besser aus als vorher. Ich bin begeistert. Jo, jetzt geht's aber zu Sina und Dina. Ach nee, ach, die haben ja erst um 9 Uhr auf. Stimmt. Die haben ja erst um 9 Uhr auf. Dann gehen wir einmal ganz kurz nach links und positionieren wenigstens mal eben den Campingplatz schon mal neu. So, und zwar hätte ich den hier gerne direkt links neben meinem Wasserfall. So, was? Wieso darf ich das nicht? Hier würden die Bauwerke zu dicht beieinander stehen. Also wäre eine andere Stelle. Was? Warum? Darf ich das nicht hier neben stellen? Nicht hier links neben? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ey, hier hätte ich das gerne hingestellt, ne? Und das darf ich jetzt nicht. Das ist doch eine Sauerei. Okay, dann muss ich mir was anderes für den Campingplatz überlegen. Wahrscheinlich darf ich es nicht so nah an die alte Position stellen. Das ist echt ein bisschen blöde. Andererseits, was soll ich mir großartig überlegen? Ich kann den Campingplatz doch hier unten hinstellen. Dann stelle ich den halt einfach hier unten hin. Oder? Fertig aus. Da ist auch ein bisschen mehr Platz noch davor. Ja, genau. Klar, wir stellen den hier hin. Schauen wir mal. Nee, zu weit oben. Da freut sich Patricia wahrscheinlich auch, dass immer neben ihr jetzt irgendwie wilde Partys gefeiert werden. So, stellen wir den hier hin. Mal sehen. Wie sähe das dann aus? Ich würde es noch ein Feld weiter nach links stellen, vielleicht. Schade, dass ich da oben nicht hinstellen darf. So, schauen wir mal hier. Ich habe mir jetzt das Mal sehen angewöhnt, wenigstens. Ah ja, das hat doch Campingplatz-Atmosphäre hier unten. Okay, also hier bin ich jetzt wirklich zufrieden. Zwar nicht die Stelle, die ich eigentlich wollte, aber dennoch ganz schön. So, dann können wir hier einen Weg runterbauen. Damit man da auch ordentlich hinkommt. Nehmen wir erst einmal den Holzweg. Könnten wir dann später auch nochmal austauschen. So, und zwar direkt hier vorne hin. Ja, muss mal schauen, bis wohin geht die Treppe. Gucken wir mal eben bei dem anderen. Irgendwie so ungefähr bis zur Mitte. Denke mal bis hierhin wahrscheinlich. So, das sollte reichen. Ach, das ist eigentlich ganz nett. Ja, das gefällt mir. Kann man daneben vielleicht noch so einen kleinen Teich machen oder so? Falls wir denn jemanden haben, der hier campt, kann da angeln gehen. Schon gesagt, Patricia wird sich freuen über die ganzen Feste, die jetzt hier nachts gefeiert werden. Hier werden jetzt wilde Partys stattfinden. An dem Campingplatz. Oder auf dem Campingplatz. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte das hier korrigieren. Genau, jetzt ist es angerundet, ne? Sehr schön! Okay, dann hätten wir das hier erledigt. Also hier führt jetzt ein schöner Weg hin. Das runden wir hier auch noch einmal ganz kurz an. Ah, toll, genau. Es müsste jetzt genau bis zur Treppe gehen. Okay, dann würde ich sagen, schneide ich jetzt aber mal bis 9 Uhr, damit wir nochmal eben in die Schneiderei reinhuschen können. Reinschauen, reinhuschen, was auch immer. Jo, und schon haben wir 9, beziehungsweise genau genommen haben wir 10:30. 9, 10:30, fast dasselbe. Dann gehen wir doch mal zu Sina und Tina. Tada! Eine Kleinigkeit machen wir heute auch noch. Und zwar will ich ja diesen komischen kleinen Grillplatz noch verlegen. Hi, willkommen in unserer Schneiderei. Oh, was haben wir da? Eine Halo-Maske. Oh, und zwei neue Kostümchen. Hast du schon unsere Schwester Mina kennengelernt? Sie kommt manchmal nach Huxeltopia. Sie hat große Träume. Okay, erzählt sie noch was Neues? Ich habe definitiv meine Arbeitsmoral, wenn es draußen grau und bewölkt ist. An solchen Tagen arbeite ich ganz gern mit hellen, freundlichen Farben. Das hilft ein bisschen. Ah, so ab und zu erzählt sie noch was Neues.
Wir reden trotzdem jeden Tag mit ihr. Das ist wichtig. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die heutigen Kostümchen an. Bergsteigerjacke. Nee, muss nicht sein. Bomberjacke, auch nicht. Und Safari-Shirt. Das sieht ganz witzig aus. Ein Blumenspitzrock. So, eine Streifenglockenhose. So ein bisschen 60er-Jahres-Style, glaube ich. Jeansmantel, ach Gott. Was sind denn heute hier für Sachen dabei? Ein Zaubererumhang. Oh, ein dunkler Zauberer. Jeansmantel. Outdoorhut. Paintballmaske ist das. Keine Halo-Maske. Keine Master Chief-Maske. Astronautenhelm sieht auch ganz lustig aus. Oh, eine Hasenschnauze. Ach Gott. Oh, Pilotenbrille. Jeans-Leggings. Stretch-Leggings. Naja, aber keine so ganz tollen Sachen dabei. Okay, ja, dann, wie gesagt, gehen wir noch einmal ganz kurz zurück in Richtung Campingplatz und da schauen wir dann, dass wir, oberhalb des Campingplatzes zumindest noch einmal den Grillplatz anlegen. Finde ich jetzt auch eine ganz nette Kombi eigentlich, also dass in der Nähe von dem Campingplatz dann ein Grillplatz ist, bietet sich ja an, ne? Also macht ja Sinn, das so zu machen. Ja. Oh, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen. Unten stellen wir übrigens einfach mal den Swimmingpool hin. Den habe ich vorhin noch mitgenommen aus dem Haus. Da, ein Schwimmbecken. Noch besser als ein Angelteich, ein Schwimmbecken. Oh, richtiger Premium-Campingplatz. Hier oben ballern wir einfach noch alles mit Blumen voll. Ich habe jetzt nur keine mehr dabei. So, und hier, ja, hier packen wir dann eben unseren Grillplatz hin. Da mache ich einfach genau dasselbe wie bei dem alten Grillplatz. Heißt, Nummer 1, erstmal hier Romantik-Gartenstuhl platzieren, genau. Romantik-Gartentisch. So, dass man auch dran vorbeilaufen kann, natürlich im Idealfall. Und Romantik-Gartenstuhl. Den müssen wir natürlich noch ein bisschen drehen. Und dann sitzt man da so ein bisschen unterm Baum. Dasselbe machen wir hier jetzt auch. Jetzt haben wir aber auch ein bisschen mehr Platz dafür. Das ist eigentlich ganz cool. Also hier auch der Romantikgartenstuhl hin. Da der Tisch daneben. Sehr schön. Ah, der ist, glaube ich, nicht auf Ebene mit dem Stuhl. Jetzt aber. Und da... Hey. Das gibt's auch gar nicht. Hab ich so schlecht gezielt jetzt gerade. Und da, wo der Campingplatz ist oben, da kann man ja dann den Grill hinstellen. Ja, er sieht wirklich so ein bisschen aus wie oben. Ansonsten habe ich mir noch gedacht, hier vielleicht links und rechts so als Eingang in Anführungszeichen. Könnte man ja die Fackeln hinstellen. Weil es jetzt brandschutztechnisch nicht unbedingt das Beste, was man machen sollte. In der Nähe von einem Baum direkt so eine Fackel, aber sieht halt ganz hübsch aus. Ist voll das Argument, es zu machen. Es sieht hübsch aus. Genau, ja, wir brennen zwar alle nieder, aber es sieht hübsch aus. So. Ich denke mal, laufendes Feuer, beziehungsweise sich verbreitendes Feuer wird es hier wahrscheinlich nicht geben im Spiel. Genau, dann kann man hier durch die Fackeln durch oder an den Fackeln vorbei und dann hier oben zu dem Grill, den ich schon mal jetzt hier hinstelle. Beziehungsweise Steinkuchen war das, genau. Und das nächste Mal können wir den ja da ganz nach oben stellen. Genau genommen können wir hier noch so eine Gartenstuhl- und Gartentischkombi hinstellen, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz haben als bei unserem alten Platz. Ein bisschen in die Mitte. Ich muss den nur noch nach hinten schieben dann das nächste Mal. Das ist ganz cool. So, genau. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen Slalom langlaufen. Ja, aber sieht doch ganz hübsch aus. Also das gefällt mir. Sehr schön. Da haben wir den Platz ja auch gut ausgenutzt. Ansonsten, genau, hier der Swimmingpool. Man könnte sich überlegen, ob man jetzt hier vielleicht noch Wasser hinmacht. Ansonsten würde ich hier auch noch Blumen hinstellen ohne Ende. Genau, aber das können wir ja das nächste Mal auch entscheiden. Ansonsten ein Holzschild habe ich noch. Das wollte ich einfach mal hier vorne hinstellen. Von mein Haus noch. Genau. Und die Ziegelsteinmauer, die brauche ich nicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich den, ja, diesen Grillbereich irgendwie einzäunen soll oder so. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich finde das offener viel schöner. So.
So, liebe Leute, das war's dann aber auch schon für heute. Was heißt schon? Wir haben mega viel erlebt heute. Es war ein sehr, sehr cooler Part, wie ich finde. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Animal Crossing New Horizons. Euer Huxel. Ciao.